Ja, hallo und herzlich willkommen zum 35. Teil der Videoreihe Buchführung Schritt für Schritt. In diesem Video wird es jetzt um ein neues Thema gehen, nämlich um das G&V-Konto. Ihr solltet euch unbedingt die vorherigen Videoteile angeschaut haben, denn das G&V-Konto hat etwas mit Aufwendungen und Erträgen zu tun und die haben wir uns ja in den vorherigen Videos ausführlich angeschaut. Das G&V-Konto ist ein ganz wichtiges Konto, das ihr unbedingt kennen müsst. Ich hoffe, ihr habt euch das entsprechende Arbeitsblatt besorgt und die Lösungen liegen euch vor. Dann schauen wir uns jetzt diese Lösung einfach mal an. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie leicht es ist, die Abschlussbuchungssätze bei Aufwands- und Ertragskonten zu lernen. Doch wie immer in dieser Videoreihe ist es ganz wichtig, dass ihr die logischen Zusammenhänge nachvollziehen könnt. Wenn ihr euch die vorherigen Videos angeschaut habt, dann wisst ihr nämlich schon, dass über das Geschäftsjahr hinweg Unternehmen in der Buchhaltung Aufwendungen und Erträge auf Aufwands- und Ertragskonten erfassen. Im Hauptbuch können Unternehmen dadurch also erkennen, welche Aufwendungen und Erträge während des Geschäftsjahres angefallen sind. Und am Ende des Geschäftsjahres möchte man natürlich wissen, ob das Geschäftsjahr mit einem Gewinn oder Verlust abgeschlossen wurde. Und das ist auch der Grund, warum am Ende des Geschäftsjahres dann die Aufwands- und Ertragskonten in ein gemeinsames Konto umgebucht werden. Und dieses Sammelkonto, in dem also alle Aufwendungen und Erträge eines Geschäftsjahres gegenübergestellt werden, nennt man dann Gewinn- und Verlustkonto, kurz G&V-Konto. Durch die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge in diesem G&V-Konto kann dann also festgestellt werden, ob das Unternehmen einen Gewinn erzielt hat, das ist dann der Fall, wenn die Erträge größer sind als die Aufwendungen, oder ob das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einem Verlust abschließt, das ist immer dann der Fall, wenn die Aufwendungen größer als die Erträge waren. Und jetzt erkennt ihr zunächst einmal wieder, wie wichtig es ist, die Zusammenhänge verstanden zu haben. Daher schaut euch diese Zusammenhänge in Ruhe noch einmal an, wir wenden uns jetzt mal dem Hauptbuch und dem Grundbuch. Ich mache euch die Zusammenhänge nämlich jetzt hier mal an zwei Aufwands- und zwei Ertragskonten deutlich. Am Ende des Geschäftsjahres weist das Konto Aufwendung für Rohstoffe 300.000 Euro und das Konto Gehälter 250.000 Euro auf. In den vorherigen Videos habt ihr ja gelernt, dass Aufwendungen grundsätzlich über den Soll gebucht werden und in diesen Konten habe ich diese Buchung mal zusammengefasst. Im Hauptbuch finden wir dann ja auch noch die Ertragskonten. Hier habe ich als Beispiel das Konto Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse mit 607.000 Euro und das Konto Zinserträge mit 3.000 Euro beispielhaft gewählt. Und jetzt habt ihr ja gesehen, dass am Ende des Geschäftsjahres die Aufwands- und Ertragskonten in das Sammelkonto G&V umgebucht werden müssen. Und diese Buchungssätze finden wir dann logischerweise im Grundbuch. Beginnen wir also mal mit dem Aufwandskonto Aufwendung für Rohstoffe. Ihr könnt ja wie gesagt hier erkennen, dass während des Geschäftsjahres insgesamt 300.000 Euro auf dem Konto Rohstoffaufwand gebucht wurden. Und dann wisst ihr ja logischerweise, dass der Saldo auf diesem Konto 300.000 Euro entspricht. Der Saldo auf einem Aufwandskonto ergibt sich dann logischerweise immer auf der Habenseite. Denkt dran, das ist ein Riesenvorteil in der Finanzbuchhaltung, wir buchen die Aufwendung im Soll, also bildet sich der Saldo immer auf der Habenseite. Und diesen Saldo, also den Saldo in Höhe von 300.000 Euro, müssen wir jetzt in das G&V-Konto umbuchen. Jetzt wisst ihr ja, wenn ihr euch die vorherigen Videos in dieser Videoreihe angeschaut habt, dass ein Buchungssatz grundsätzlich eine Buchungsanweisung ist. Und in diesem Buchungssatz, also in dieser Buchungsanweisung, müssen wir jetzt also im Rohstoffaufwandskonto auf der Habenseite 300.000 Euro buchen. Und da ein Buchungssatz ja immer Soll an Haben lautet, buchen wir natürlich im Soll jetzt das Konto G&V. Der Buchungssatz G&V 300.000 Euro an Rohstoffaufwand 300.000 Euro führt dann also dazu, dass der Saldo aus dem Konto Rohstoffaufwand umgebucht wird in das G&V-Konto. Den Saldo in Höhe von 300.000 Euro findet ihr also auf der Sollseite des G&V-Kontos. Und wenn wir diese Umbuchung vorgenommen haben, ist das Konto Rohstoffaufwand dann ausgeglichen. Beim zweiten Aufwandskonto Gehälter sieht die Situation ganz genauso aus. Auch hier bildet sich der Saldo auf der Habenseite und er beträgt im Fall der Gehälter 250.000 Euro. Wir bilden also wieder den Buchungssatz für die Umbuchung des Aufwandskontos Gehälter, wobei der Saldo beim Konto Gehälter im Haben erscheint. Durch den Buchungssatz G&V 250.000 Euro an Gehälter 250.000 Euro buchen wir also den Saldo aus dem Konto Gehälter um. Das führt dann dazu, dass der Saldo logischerweise auf der Sollseite des G&V-Kontos erscheint. Und ich denke mir, die Umbuchung von Aufwandskonten habt ihr jetzt nachvollziehen können. Deswegen schauen wir uns als nächstes mal ein Ertragskonto an. Ich habe ja hier das beispielhafte Ertragskonto Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse gewählt. Ihr seht, dass dieses Ertragskonto während des Geschäftsjahres im Haben gebucht wurde. Ertragskonten werden ja grundsätzlich immer im Haben gebucht. Und das bedeutet dann, dass der Saldo in Höhe von 607.000 Euro im Soll gebildet wird. Im Buchungssatz für die Umbuchung des Saldos aus dem Konto Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse in das G&V-Konto muss das Konto Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse jetzt also im Soll gebucht werden.
Und da der Buchungssatz immer soll an haben lautet, buchen wir im haben an G&V. Der Saldo in Höhe von 607.000 Euro erscheint also im G&V-Konto logischerweise auf der Haben-Seite. Nachdem wir diese Umbuchung durchgeführt haben, ist dann auch das Konto Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse abgeschlossen. Und nun schauen wir uns das noch für das zweite Ertragskonto Zinserträge an. Auch hier ist das wieder so, das Ertragskonto wurde während des Geschäftsjahres im Haben gebucht. Der Saldo bildet sich dann logischerweise auf der Soll-Seite. Und jetzt buchen wir auch bei diesem Ertragskonto den Saldo von der Soll-Seite auf die Haben-Seite des G&V-Kontos. Der entsprechende Buchungssatz lautet dann Zinserträge mit 3.000 Euro an G&V 3.000 Euro. Und ihr erkennt, das Konto Zinserträge ist nach der Umbuchung dann wieder wertmäßig ausgeglichen. Und wenn ihr euch jetzt die vier Buchungssätze anschaut, dann erkennt ihr sicher wieder den Vorteil der Finanzbuchhaltung. Denn Aufwandskonten werden grundsätzlich mit dem Buchungssatz abgeschlossen G&V an Aufwandskonto. Das bedeutet also, egal welches Aufwandskonto euch vorliegt, ihr bucht immer G&V an das entsprechende Aufwandskonto. Und jetzt könnt ihr es euch sicher denken, bei Ertragskonten ist das genau umgekehrt. Der Buchungssatz für die Umbuchung lautet immer Ertragskonto an G&V. Und natürlich solltet ihr euch diese beiden grundsätzlichen Buchungssätze merken. Und am Ende des Videos möchte ich euch jetzt noch auf eine Besonderheit hinweisen, die viele falsch machen, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Und zwar solltet ihr euch jetzt nochmal die Situation auf dem G&V-Konto anschauen. Denn zu Beginn des Videos haben wir ja festgestellt, dass ein Unternehmen immer dann einen Gewinn erzielt, wenn die Erträge während des Geschäftsjahres größer als die Aufwendung waren. Und jetzt müsst ihr mal darauf achten, der Gewinnsaldo bildet sich beim G&V-Konto dann grundsätzlich auf der Soll-Seite. Das ist deswegen komisch, weil viele von euch das nicht so richtig nachvollziehen können, dass der Gewinn auf der Aufwandseite steht. Das liegt aber wie gesagt daran, dass die Erträge auf der Haben-Seite wertmäßig größer als die Aufwendung auf der Soll-Seite sind und ein Saldo ist ja immer der Differenzbetrag. Also merkt euch, der Gewinnsaldo steht im G&V-Konto immer auf der Soll-Seite unter den Aufwendungen. Und das gleiche gilt dann logischerweise auch für den Verlust. Der Verlustsaldo steht immer auf der Haben-Seite. Das liegt daran, dass ja dann die Erträge wertmäßig geringer sind als die Aufwendungen. Oder anders ausgedrückt, die Aufwendungen waren größer als die Erträge. Logischerweise muss sich dann der Saldo des Verlusts auf der Haben-Seite bilden. Das solltet ihr euch also auch unbedingt merken, denn im nächsten Video schauen wir uns dann den Abschluss des G&V-Kontos über das Konto Eigenkapital an. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.